Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Marialach. Nach einem Gottesdienst bei uns in Marialach sagte jemand zu mir: Mensch, wie schön wäre es, wenn es überall so schön wäre. Das ist natürlich ein tolles Kompliment für uns. Aber auch ich mache mir Sorgen über das, was in unserer Kirche so ist. So vieles ist zum Wegschauen und zum Weglaufen. Und viele Menschen schauen ja auch überhaupt nicht mehr hin, laufen scharenweise weg. Dabei ist doch die Einladung, die Jesus den ersten Jüngern sagt: Kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte. Diese Einladung ist so wichtig. Und diese Einladung sollten wir Christinnen und Christen uns auch zu eigen machen. Es ist keine Einladung zu Streitgesprächen und zu Diskussionen. Es ist eine Einladung, die dahin führt, wo Jesus Christus ist. In der Gemeinschaft derer, die ihn suchen, die an ihn glauben und die ihr Leben auf ihn bauen. Kommt und seht. Das ist die Einladung, die heute Abend an uns ergeht. Und das ist die Einladung, von der Jesus erwartet, dass wir sie uns zu eigen machen, um Menschen zu ihm zu führen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du lädst alle Menschen ein, zu dir zu kommen und dir nachzufolgen, hinter dir herzukommen und zu schauen, wo du bist und wie du bist. Hilf uns, dass wir uns diese Einladung zu eigen machen, die wir dir nachfolgen, und gib uns die Kraft, freudig, authentisch und mit ganzem Herzen dich zu leben und Menschen durch unser Leben zu dir zu führen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.